7 serving 10. Oh! Die Drittligasaison 2024-2025 hat gestartet und schon in den ersten Spieltagen gab es wieder einige Nasenblutmomente. Den Anfang macht der Chrysler, mit mir zusammen die Saison zum MTV gewechselt. Nach einer eigentlich guten Blocksicherung hat er kurz das GPS-Signal verloren. Gleiches Spiel, anderes Team, dieser Nasenblutmoment geht an Grafing. Eigentlich haben sie alles richtig gemacht, Zuspieler ausgewechselt für den Aufschlag. Trainer Daniel Vogt hat angesagt, wer muss auf die 1, 5 und 6 gehen. Aber irgendwie haben sie doch vergessen auszumachen, wer spielt denn zu, wenn wir den Ball abwehren. Weiter geht's zum Münchner Stadtderby. Drei Aufschläge waren in diesen vier Sätzen nicht so optimal. Den Anfang macht Oliver Wachtel. Weiter geht's mit Levin June, der seinen Aufschlag ein bisschen verzogen hat. Einmal MTV ist auch noch dabei. Chrysler, ich weiß nicht, ob er irgendwas gegen die Bank vom VCO hatte. Machen wir weiter mit einer Rallye. Eigentlich lohnt sich schon, die alleine nur anzuschauen. Aber am Ende war der VCO ein bisschen überfordert und wusste nicht ganz, was sie mit dem Dankeball machen sollen. Eigentlich will ich das ja gar nicht mit reinnehmen, aber dieses Nasenbluten ging an den Schiedsrichter. Eigentlich wieder eine coole Rallye und jetzt zählt mal selber mit, wie oft hat der VCO nach dem Block den Ball berührt. Richtig, viermal und selbst wenn der Kontakt der erste gewesen wäre von Josh Huber, das war nicht in einer Bewegung. Ab ins Frankenländle, denn wo der SV schweigt, da ist auch Nasenbluten nicht weit entfernt. Danke Tibor für dieses Highlight. Das Ding versenke ich! Gleiches Spiel, andere Szene. Den ersten hat Basti Rosen noch ganz gut abgewehrt, doch den zweiten hat er sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Ja, tut ein bisschen weh. Mache lieber nicht wieder. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wieder zurück nach München und obwohl der VCO noch ein echt junges Team ist, in dieser Situation haben sie ziemlich alt ausgesehen. Und weil es so schön war, quasi das gleiche nochmal. Ich mach genau so und noch schlimmer. Zurück nach Schweig. Ich weiß nicht, was der Coach gesagt hat, aber ich kenne mit Köpfchen spielen ein bisschen anders. Im Spiel gegen Regensburg dachte sich dann Paul Reichenberg, hey, das war cool, mache ich auch so. Und mit diesem wundervollen Ding, Dates, verabschieden wir uns von diesem Nasenbluten-Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.